Hallo, da ist der Clemens Millauer. Wir filmen heute den ersten Tag für das Reverse-Projekt. Ich glaube, es ist jeder schon ein bisschen aufgeregt, weil wir haben ein Jahr irgendwie geplant. Die ganze Crew ist motiviert. Also ich glaube, viel kann nicht schief gehen. Hallo, ich bin der Christoph von den Flying Bulls. Und bei dem Projekt Reverse ist meine Aufgabe, dass ich mit dem Hubschrauber den Athleten am Seil durch das Gelände ziehe. Oh, das war für uns eine Premiere eigentlich. Ich habe geglaubt, ihr seid komplett verrückt und das machen wir sowieso nicht. Das geht nicht. Das geht nicht, habe ich mir gedacht. Und ja, wir haben aber dann einen Weg gefunden, wie wir es sicher durchführen können. Der Helikopter war so ein Ding, wo wir gewusst haben, der kann schnell fliegen, der beschleunigt einfach schnell. Darum haben wir uns gedacht, der Helikopter wäre eigentlich eine super Zugmöglichkeit, um eben den Berg wirklich von unten nach oben zu fahren. Es war ab und zu ein bisschen sketchier, aber es hat extrem Spaß gemacht. Wir sind jetzt gerade am Weg zu einem der letzten Spots, nämlich zum Speicherteich. Das letzte Mal hat das leider nicht funktioniert, weil da war der See noch zugefroren. Wir werden den See noch ein bisschen vom Eis befreien und dann hoffentlich einen coolen Waterslide zusammenbringen. Hey, danke, das hat echt so gut.